Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hochkultur von Samy Deluxe in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hochkultur von Samy Deluxe, das Ganze im Dezember 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 7. Soloalbum von Samy Deluxe, erschien Ende Dezember 2019. Relativ überraschend damals, also es gab da keine große Ankündigung oder Promophase, es ist mehr oder weniger von heute auf morgen erschienen. Es gab diese Vinyl in unterschiedlichen Varianten, und zwar in zwei Varianten. Es gab einmal die reguläre Doppelvinyl, ganz normal, schwarz, Standard. Und dann gab es diese limitierte Sonderedition, die ich euch heute vorstelle, in Orange. Ja, bevor wir die Folie abmachen, wir haben hier einmal den Infosticker, und zwar lesen wir es hier. Limitierte Sonderedition, farbige 180 Gramm Doppelvinyl. Die gab es damals exklusiv bei Mediamarkt und Saturn zu kaufen. Ich habe meine, wie man sehen kann, bei Saturn gekauft. Und was auch besonders spannend ist, ist hier oben neben dem Preis die Produktbezeichnung. Und zwar lesen wir hier Orangensaft, Orangensaft. Ja, und da dachte ich mir, diesen Orangensaft, den muss ich unbedingt haben. Wir werden mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir hinein. So, am besten wir machen hier mal auf bei der Schweißnaht. Normalerweise sind solche Doppelvinyls ja sehr oft oder fast immer in einem Gatefold. Bedeutet, man hat so eine Vinyl, die man aufklappen kann. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier eine andere Variante, und zwar eine etwas schlichtere. Bedeutet, wir haben hier, wenn wir die Folie entfernen können, wir haben hier eine Variante, in der wir beide Vinyls hier in diesem einzelnen Fach hier vorfinden. Genau. Also, so sieht das aus. Wir haben hier das Cover der Vinyl Edition. Samy Deluxe lesen wir hier im dunkelblauen Himmel. Darunter dann orange der Schriftzug Hochkultur. Und wir sind hier scheinbar in Ägypten bei den Pyramiden. Dann haben wir den Interpreten hier, Samy Deluxe mit einem Kamel, beziehungsweise auf einem Kamel. Und dem Kamel geht's gut, das raucht hier scheinbar einen Joint. Und hier sehen wir jede Menge Müll, der hier so im Sand verteilt ist. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, A, B, C und D-Seite. Auf jeder Seite befinden sich 4 Tracks, also insgesamt 16 an der Zahl. Dann darunter die gesamten Infos zu den einzelnen Tracks, also die Credits, die Beteiligten. Links unten der Barcode. Und dann haben wir hier den angesprochenen Müll nochmal, der hier etwas aufgeräumt wurde. Hier sogar ein geschrottetes Auto. Und hier lesen wir auch noch passenderweise, please leave only your footprints. Also das kennt man ja so aus der Natur, dass dazu aufgerufen wird. Ja, hier nicht so ganz der Fall. Also hier haben die Leute ein bisschen mehr hinterlassen als nur ihre Fußabdrücke. Auf der Seite sieht das Ganze dann noch so aus. Also wir haben hier die orange Seite und dann hier wieder der schwarze Aufdruck Samy Deluxe Hochkultur und die Katalognummer. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und zwar haben wir hier schwarze Vinylhüllen. Mehr ist hier sonst nicht drin, also kein Downloadcode oder CD. Und dann kommen wir direkt zur ersten Vinyl. So, die ist jetzt eben besonders gestaltet, denn sie ist nicht in diesem klassischen Schwarz, sondern sie ist, wie wir schon sehen können, in Orange. Jawohl, so sieht das aus. Das ist die A-Seite mit 4 Tracks und auf der Rückseite dann natürlich die B-Seite mit weiteren 4 Tracks. Die Tracks hier immer römisch durchnummeriert. Und dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Und zwar die hier, die kommt natürlich auch in einer schwarzen Papierhülle. Und hier haben wir dann die C-Seite mit 4 Tracks und die D-Seite mit 4 Tracks. Bedeutet 4x4 macht 16 Stück. Unter den Tracks dann noch hier die Logos
der Beteiligten. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Doppelvinyl ABC und D-Seite mit insgesamt 16 Tracks hier in diesem exklusiven Orange. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Hochkultur von Sammy Deluxe. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sammy Deluxe unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.